Die Cheops und das Geheimnis der Levitation. Was ist Levitation? Also wenn wir bei Wikipedia nachsehen, finden wir genau das, was ich in diesem Vortrag nicht damit meine. Stimmt zwar, Levitation stammt vom lateinischen Levitas, Leichtigkeit, und hat zu tun mit dem freien Schweben eines Objektes. Aber ich meine damit natürlich keinen, sagen wir mal, Luftballon, der mit Gas gefüllt ist, Helium oder so, das nach oben strebt, weil es leichter als Luft ist, sondern ich meine eine andere Levitation. Ich meine eine Levitation oder Antigravitationstechnik, bei der die Pyramide, die Cheops zum Beispiel, gebaut wurde, indem man die einzelnen tonnenschweren Quader gewichtslos machte, sie zum Schweben brachte und dann an ihrem entsprechenden Ort sozusagen mit beiden Händen leicht hin manövrierte und dann diesen Vorgang wieder umkehrte, wenn man sie in die richtige Position gebracht hatte, und dann wogen sie wieder viele Tonnen. Und wir wollen mal sehen, wie das funktioniert hatte oder ob das überhaupt so geht und ob diese Theorie und These Sinn macht. Wir sind ja hier keine esoterischen Spinner oder irgendwelche Utopisten, sondern wir wollen immer sehr auf dem Boden der okkulten Wissenschaften bleiben. Interessant ist auch, wenn man sich mit der Cheops auseinandersetzt, das perfekte Abbild des Sternbildes der Plejaden. Das kann man ja direkt über der Pyramide sehen und man könnte es drauflegen und es hätte eine gewisse Gleichheit. Also in der Struktur würde es sich der Pyramide anpassen, das jetzt mal nur so in den Raum gestellt. Wir wissen, dass die Götter der Antike und weiter zurück immer stellare Wesen waren. Also ganz klar, wie auch das Buch des Lichts lehrt, Himmelskörper sind Körper von Wesenheiten, ja? Und zwar Wesenheiten, die sich in rotierender Form bewegen. Auch die Erde ist der Körper einer Wesenheit. Man könnte nun sagen, eher als Levitationstechnik, wie gesagt, Antigravitationstechnik. Diese Technik wird wiederkommen, wenn die Menschheit dazu bereit ist und sie nicht mehr missbraucht, diese Technik, so wie damals in Atlantis. Es gibt ja heutzutage genügend Missbrauch von Energie. Wollen wir mal sehen, wie es zunächst materiell möglich ist, eine solche Situation herzustellen, ganz einfach durch elektromagnetische Kraft, die ja damals total und viel besser als heute beherrscht wurde von den Atlantiden oder Atlantäern beziehungsweise den Eingeweihten. Ich gehe mal auf die Konstruktion eines Gravitators zurück. Da müsste man also 1950, 1948 wurde so ein Testgerät gebaut. Elektrogravitationsantrieb. Bei dieser Art von Maschine handelte es sich um Flugscheiben, die einen Elektrogravitationsantrieb hatten. Mal sehen, wie das funktioniert und ob man das dann auch hätte anwenden können, ganz ohne große Magie, auf das Prinzip der Pyramide bzw. den Bau der Pyramide. Da haben wir bei dieser Flugmaschine horizontal einen Stab, 6 Fuß lang etwa, auf eine spitze Drehachse. Und zwar so, dass der also um seinen Mittelpunkt rotieren kann. Dann hat man an jedes Ende des Stabes 2 leichte Scheiben gehängt, an 7 Fuß langen Stricken. Wenn die Scheiben sich dann im Flug befanden, dann haben sich die rotierenden Stricke zur Seite hin erweitert sozusagen, beziehungsweise haben den Durchmesser der Flugbahn erweitert bis auf 20 Fuß etwa. Das waren zum Teil gewölbte Aluminiumschalen von 1,5 Fuß Durchmesser, die also an beiden Seiten einer Plexiglasfolie mit einem Durchmesser von 2 Fuß etwa befestigt waren. Jetzt wurde da Spannung draufgegeben und was geschah ist, es bildete sich eine negative Ladung am Heck der Scheibe. Und natürlich waren ja da negative Ionen involviert. Die sind zwar beweglich, blieben aber wie eine Wolke an dieser Scheibe und haben einen resultierenden Gravitationsberg erzeugt. Und
Auf diese Weise, entlang des Rumpfes der Scheibe, zwischen dieser Berg- und Talkonstitution, wird die Scheibe nach vorne geschoben, in Richtung auf die positiv geladene Wolke. Das sind Ansammlungen, meine Lieben, von Ladungen in der Luft, in Form von, ja, man kann sagen, das schwimmt wie auf dem Meer mit einem Schiff, von Bug- und Heck-Ionenwolken. Da werden große Ladungsmengen aufgebaut, ja? Zum Beispiel vergleichbar mit den Platten eines Kondensators, könnte man vergleichen. Aber diese Ladungen werden immer neu geschaffen, neu erschaffen. Also sie haben nur wenig Zeit, die umgebende Luft sozusagen zu polarisieren. Und die Luft, dieses Fluidum, ich nenne es mal Dielektrikum, ja, um die Scheibe herum, wird aufgrund der Vorwärtsbewegung der Scheibe ständig durch neue, unpolarisierte Luft ersetzt. Und die trägt dazu bei, dass die Elektrikum-Luft sozusagen in einem relativ unpolarisierten Zustand zu halten. Und darum sind elektrische und gravitative Potentialfelder in der Lage, sich ungehindert durch irgendein elektrisches Moment oder Dipolmoment in der Luft zwischen den gegensätzlich geladenen Bug- und Heckwolken auszudehnen. Und so flog dieses Ding, konnte funktionieren, sogar als kleines Modell. Eben nach dem ganz einfachen Surfprinzip, kann man sagen, so wie ein Surfer surft, so surft diese Maschine auf elektromagnetischen Wellen. Und sehr wohl kann das möglich sein, kann man das machen. Nikola Tesla hat das unter anderem mit einem einzigen Strich auf der Geige verursacht und konnte tonnenschwere Lasten heben. Je weniger gesagt darüber im Augenblick, umso besser, denn es könnten ja verwirrte Menschen oder reinkarnierte Schwarzmagier auf die Idee kommen, das Ganze für sich auszunutzen und damit die Welt beherrschen zu wollen. Man sagt sowieso, dass die Tesla-Patente irgendwo in irgendwelchen Tresoren schlummern und darauf warten, ja, man kann schon sagen, missbraucht zu werden. Wollen wir hoffen, dass das nicht so ist. Aber jetzt bewegen wir uns mal zurück in die Lehre des Buchs des Lichts, die ja sagt, wir sind alle kleine, kann man sagen, Magneten, die an einem großen Magneten Erde haften. Kehrt man die Polarität um, dann würde alles sozusagen in den Weltraum hinausfliegen. Und dennoch darf man das nicht wörtlich nehmen, denn Gravitation, wie von der Wissenschaft gelehrt, gibt es überhaupt nicht. Warum kleben wir dann an die Erdkugel? Warum fliegen wir nicht hinaus ins All? Die Antwort ist monadische Adhäsion. Verlangen oder Durst nach Existenz, verursacht durch Wahlverwandtschaft das Anhaften der Wesenheiten, der Monaden und deren Hüllen, eben dort, woran sie haften. Und da unser Verlangen im Augenblick nach irdischer Existenz ist, haften wir an der Erde. So einfach ist das. Und so schwierig zugleich zu verstehen, warum hat das Sonnensystem die Struktur? Das kann keine physische Wissenschaft erklären. Der Hauptgrund ist Trishna, Durst. Durst der Sonne nach der Erde, nach dem Mond, nach dem Planeten, nach dem Sonnensystem. Wir sind eine große Familie, wir sind eine kosmische Familie, die durch Durst karmisch wiederkehrt und miteinander interagiert. Das ist die wahre Definition von Gravitation und Anziehung. Alles andere, was die Wissenschaft heute lehrt, ist Wirkung, nicht Ursache. Schauen wir uns mal die Kammern und Gänge der Pyramide an. Die dienen, wie das Buch des Lichts auch lehrt, als akustische Energieinjektions- oder sagen wir Pumpsysteme. Und das hat auch zu tun mit der Verstrebungsstruktur der Pyramide. Selbstverständlich konnten damals die Eingeweihten mit diesen Strukturen umgehen, aber diese mussten auch eine gewisse physische Voraussetzung haben, meine Lieben, um diese tonnenschweren Lasten heben zu können und so weiter, beziehungsweise mit ihnen dann in Struktur umzugehen, wie ein Baumeister mit seinem Material umgeht oder ein Maurer und so weiter von heute. Es handelt sich da um Kalzitkristalle, die wir dort finden, in der Pyramide. Diese Kalzitkristalle haben zwei verschiedene Gravitationsenergien. Und nun muss ich leider ein bisschen detailliert werden.
Beginnen wir mal mit einem Molekül. Dessen Sauerstoffatome bilden ein Oktaeder und verdrehen es im Innern um 90 Grad. Dann sind die Atome in Form eines Pentagramms angeordnet. Meine Lieben, jedes Molekül hat die gleiche Anzahl von Atomen, die gleiche Masse wie vorher. Aber wir haben nun die Abstände zwischen den Atomen verändert. Demzufolge verändern sich die inneren Gravitationskräfte zwischen den Atomen. Das ist auch eine Einwirkung auf die Monaden, denn wir wissen ja, jedes Atom ist der Körper einer Monade. Diese gravitative Anziehung, die hängt ab von der Masse und der Entfernung. Also da findet eine Veränderung der atomar-molekularen Struktur statt. Wie geht das? Wir wissen, dass die Pyramide mit Kalkstein verkleidet ist oder auch dieser Kalkstein nicht nur dort zu finden ist oder war, wo wir ihn jetzt vermuten. Warum ist Kalkstein so wichtig? Das hat zufällig orientierte, ungeordnete Kristalle. Die kann man durch Klang oder Schock, da meldet sich gleich wieder Tesla, von ihrer oktaedralen Form in die pentagonale überführen. Schnappt das Kristall dann in die Ruheform zurück, wird das gravitative Quantum freigesetzt. Dann geschieht unter anderem Antigravitationsenergie. Meine Lieben, die Gravitationskräfte im Kalzitkristall entsprechend der geometrischen Form der Pyramide werden die kohärent, das heißt phasengleich, addieren die sich. Und die elektrostatischen Bindungskräfte werden nicht phasengleich addiert. Und darum, deshalb hebt diese infinitesimale Gravitationskraft aus dem elektromagnetischen Hintergrund, kommt die hervor und überdeckt ihn. Die Gravitationskraft ist, was ich damit sagen will, in meiner etwas tölpelhaften, holprigen Art, entschuldigt, ist um ein Vielfaches schwächer als die elektrostatische Kraft. Ja, hat man berechnet etwa das 10 hoch 39-fache. Ja, und zwar schwächer als die elektrostatische Kraft, welche die Moleküle zusammenhält.